Ihr dürft mir übrigens auch gerne schreiben, wenn ihr Ideen habt oder halt, ja, vielleicht Anregungen, was ich bauen könnte. Ja? Auch so vielleicht einfach. Muss ja nicht irgendwie so eine Farm sein. Kann ja auch was anderes sein, was jetzt nicht unbedingt einen Zweck erfüllt, sondern sagt so, hey, was weiß ich, Bau, keine Ahnung, was gibt's da? Eine Windmühle, einen Hafen. Genau, wie gesagt, den Hafen, den ich vielleicht noch anlegen wollte. Er wird zwar wahnsinnig unnötig sein. Guten Tag. Ja, dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Aber er könnte cool aussehen. Und das ist ja auch was. Nein, tun Sie dies nicht. Ja, komm, ich glaube, ich nehme die Höhe hier zum Durchgraben. So. Dann graben wir uns doch einfach hier voran. Ja, das werden sehr entspannte Folgen, wie es aussieht. Naja, gut. Muss auch mal sein. Wie sieht's denn da jetzt aus? Ja, kohletechnisch haben wir jetzt nicht so viel. Eisentechnisch haben wir jetzt auch nicht so viel. So ein bisschen was könnte ich jetzt schon mal wieder finden. Da ist schon wieder Eisen. Nice. Ja, ein bisschen... Ja, das dachte ich mir nämlich. Ich wollte gerade sagen, immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich kann mir das kurz holen. Und mich gleich wieder hochbauen. Oder ist hier nichts? Nee, ist mir zu unsicher. Ich will jetzt nicht wieder ein Risiko eingehen. So. Ich gehe auf Nummer sicher. Ja, ganz ruhig, Musik. Ganz ruhig, Höhlen-Soundtrack. So. Da schaufel ich mir erstmal wieder ein Brot rein, damit mein Leben mal wieder ein bisschen hochgeht. Sag mal, die Fackel brauche ich aber noch. Und da haben wir schon wieder Erde. Hallo? Nö. Nö, nö. Kein Interesse. Bleiben Sie schön da oben. So, ich buddel mich einfach hier darüber. Da kommt nichts, okay. Es muss direkt über mir oder unter mir sein. Schritte. Ich hoffe, die sind nicht hinter mir. Oh, hier ist wieder viel. Mir gehen langsam die Gesprächsthemen aus und heute ist auch nichts los irgendwie auf Twitch bei mir hier. Schade. Vielleicht auch einfach die falsche Uhrzeit, ich weiß es nicht. Oder mein Content ist so langweilig, dass keiner zuguckt. Ansonsten wäre ich jetzt... Beim letzten Mal war es ganz cool, fand ich echt super, dass da welche dabei da mit dabei gewesen sind. Dass man so ein bisschen auf Sachen eingehen kann und so. Das ist einmal ganz cool, wenn dann hier so ein bisschen ruhigere Passagen kommen. Wo ich jetzt nicht so viel zu erzählen habe oder so, dass ich dann einfach ein bisschen auf den Chat eingehen kann, ein paar Sachen vielleicht beantworten kann. Aber heute ist hier nichts los. Das ist schade. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht wird das jetzt auch, wenn ich dann mit dem Discord, wie gesagt, wenn das jetzt mit dem Discord läuft und jetzt vielleicht ein paar Leute auf dem Discord auch rüberkommen, wo man sich da ein bisschen austauschen, die dann auch Informationen kriegen, dass ich jetzt wieder hier am Streamen bin oder so. Vielleicht haben die ja dann Bock, bei den nächsten Streams zuzugucken. Und ich denke, dass die Streams dann auch immer am Montag und am Mittwoch stattfinden werden. Das sind so für mich die Tage, wo es eigentlich am besten hinhauen sollte, zeitlich. Und dann auch immer erst ein bisschen später. Also heute bin ich ein bisschen früher dran.
Liegt aber einfach daran, dass morgen Feiertag ist und ich morgen keine Zeit habe zum Streamen. Ja, hab da schon was anderes zu tun. Und deswegen habe ich das einfach auf heute gelegt und auf heute Mittag, Nachmittag, mehr ist besser gesagt. Genau. Ich denke mal, die Streams dann am Montag und am Mittwoch, die werden dann immer so gegen, ja, weiß nicht, 16 Uhr, 16, 17 Uhr rum. Und dann irgendwie so bis 20 Uhr. Ja. Das war mal so meine Überlegung. Vielleicht auch ein bisschen später. Ja, so 17 Uhr bis 20 Uhr würde eigentlich gehen. Ich glaube, das ist okay. Da dürfte der ein oder andere dann auch schon Feierabend haben. Schule müsste da auch schon rum sein. Ich glaube, das haut hin, ja. So. Es könnte dann aber auch mal sein, dass ich nicht nur Minecraft streame, sondern vielleicht auch mal ein anderes Spiel, ne? Weil ich muss dann immer ein bisschen abwägen, wie ich das mache mit den Folgen. Weil wenn ich dann immer fleißig vorproduziere, bin ich irgendwann so weit im Voraus. Ist dann immer schwierig, wenn dann einer kommt und sagt, ja, mach doch so und so und könntest du vielleicht das und das mal machen. Habe ich ja schon mal gesagt, und du bist dann irgendwie 30 Folgen im Voraus, dann ist schwierig, darauf einzugehen. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr dabei, um das abzubauen. Verdammt. Gut, dann drehen wir mal um. Treten die Heimreise an. Und bringen das Zeug mal in Sicherheit. Wir können ja wieder zurückkommen. Jetzt ist die Kunst natürlich nach Hause zu kommen. Da vorne ist schon wieder was los. Ich sehe das schon. Wenn mich meine Ohren nicht täuschen, ist es ein Skelett. Und ein Creeper ist es definitiv. Und ein Skelett, ja. Beides. Shit. Ich kann ganz schnell durchflitzen. Ich kann ganz schnell durchflitzen. Muss halt hoffen, dass mich das Skelett nicht trifft. Oh, jetzt steht, läuft es dahin. Mit den kriege ich hier noch weggehauen. Augen sind durch. Och, du Heilige. Du willst mich doch jetzt verarschen. Yeah. Wie ist schon hinter mir höher? Oh mein Gott. Oh, bitte, bitte lass mich hier rauskommen. Lasst mich. Lasst mich. Ich bin nichts. Ich bin ein Nichts. Ich bin ein kleines armes Würstchen. Lasst mich in Ruhe. Oh Gott. Ich muss hier raus. Huh. Oh, fertig. Ich dachte schon Enderman. Erschreck mich nicht so. Ja, guck mich nicht so an mit deinem langen Gesicht. Kann auch nichts dafür. Manu. Das nächste Pferd. Was ist denn hier los? Habt ihr euch hier heimlich getroffen? Wollt ihr knutschen oder geh weg? Komm. So. Huh. Ja, war ja klar. Direkt vorm Haus, ne? Ja, ist. Ja, komm. Du mich auch, ey. Mach doch, was du willst da draußen. Gut, das hat einigermaßen funktioniert. Das finde ich klasse. Guck mal, den Kram kann ich hier wieder rausholen. Das schmeiße ich einfach mal kurz da dazu. Das wird später alles verräumt. Da, 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 da. Den nehme ich wieder mit. Das schmeißen wir da auch mal rein. Guck mal, die Kohle schmeißen wir auch mal da rein. Die brauche ich jetzt auch nicht. Ich brauche wieder Spitzhacken. Ja, das war noch nicht alles, was ich machte.
Ich werde noch mehr abbauen. Das wird jetzt, ja, wird sich jetzt halt leider ein bisschen ziehen. Erstmal strecken hier. Das wird sich jetzt leider ein wenig ziehen, dass wir da nochmal runter müssen. Machen wir hier gleich mal 10 Stück am besten, ha? Huh? Und, ja komm, eine noch. Dann machen wir gleich mal 2 Stück davon. Von den Eisen. Falls wir doch noch auf was Interessantes stoßen. Ah, ich wollte sagen, da haben wir es ja schon. So. Dann machen wir so. Und dann könnten wir ja eigentlich gleich nochmal ein Eisenschwert machen. Das hält nämlich nicht mehr lange. Und eine Rüstung wäre nicht schlecht, ne? Und ein Bogen und Pfeile und bla 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 bla. Ja, alles, was ich dann wieder verlieren werde. Ja. So. Rüstungstechnisch habe ich nichts mehr. Waffentechnisch habe ich noch Pfeile. Einen Bogen. So. Sonst hat man hier nichts Interessantes, ne? Nö. Nee, nee, nee. Ich hab eine Idee. Wo haben wir sie denn? Da. Ich nehme mal eine Kiste mit. Die kann man da unten eigentlich platzieren und dann können wir immer zwischendurch mal einfach Sachen reinschmeißen. Das für den Fall der Fälle wäre, dass wir doch mal einfach sterben sollten da unten. Schon mal ein Teil einfach in der Kiste liegt, oder? Das wäre doch schon mal nicht verkehrt. Ein Helm. Zack, zack. Ich brauche mehr, mehr, mehr. Ja. Essenstechnisch. Ja, komm, Weizen können wir eh mal wieder anbauen. Ohne Ende. Daran mangelt's nicht. So. Ich habe ja auch noch angefangen im Weizen, ne? Ja, siehste. Klasse. Gut. Wie sieht's hier aus? So, kann ich jetzt noch irgendwas machen da? Da fehlt mir wieder einer, ne? Ja, war ja klar. So. Jetzt aber. Und ein Höschen bräuchte ich noch. Eine Hose. Gut, 7. 7 Stück noch. Da haben wir nochmal 3 übrig. Okay, alles klar. Ne, dann haben wir 4 übrig. Ja. Gut. Dann ist das Eisen schon wieder komplett aufgebraucht, aber wir sind wieder gerüstet. Ja genau, dann mache ich noch das Eisenschwert, was ich gleich machen wollte. Kann ich jetzt gerade mal schnell machen. Genau, das hier. So, zack. Das nehmen wir einfach mal mit. Das kann man dann irgendwie unterwegs wegschmeißen. Gut. Ja, und dann dackeln wir gleich wieder runter und sammeln noch mehr. Aber diesmal stelle ich da unten eine Kiste hin, dass ich dann immer ein bisschen was in die Kiste schmeißen kann. Wie gesagt, für den Fall der Fälle, dass es mich jetzt doch erwischen sollte wieder. Dass das Zeug ein bisschen gesichert ist. Die können wir dann so ein bisschen in den Gang in der Mitte irgendwo da platzieren. Ich könnte mir noch ein paar Fackeln machen eigentlich, ne? Könnte ich, wenn ich die ganzen Sticky... Ah, ich habe ja sogar noch Stickies. Haha. So. Zack, zack. So.
Wie sieht's jetzt hier aus? Komm. Ja, endlich. Geht doch. Komm, dann mach ich jetzt einfach so. So. Schwupp. Fertig. Und los geht's. Ich bin gerüstet. Voller Tatendrang. Und auf wieder runter in die Höhle. In unsere Mine. Ich glaube, da ist jetzt echt erstmal besser, da abzubauen. Und wir finden ja auch was. Also, die Ebene ist auch... Ja, genau. Die Ebene ist ja auch von der Höhe eigentlich ganz gut da, Eisen zu finden. Und dann sammeln wir jetzt einfach noch mehr. Und Kohle. Eisen und Kohle. Ah, hallo. Jetzt haben wir jemanden im Chat. Endlich. So. Dir hau ich erstmal ein paar auf die Nase. Ja, es geht ja gut los hier. Was ist denn das? Gleich Action hier. Ja, euch ignoriere ich jetzt einfach mal. Die sind mir egal. Huch. So. Einmal abwärts. Ich glaube, ich bin zu tief, ja. Ich muss ein Stückchen höher. Irgendwo anders war. Genau, hier war der Eingang. So, viel besser. Huch. So, jetzt flitze ich einmal kurz wieder schnell durch hier. Hast du den Schatz schon gefunden? Welchen Schatz? Mit der Schatzkarte, den ich da mal gesucht hatte. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, welchen Schatz. Genau, hier hatte ich gebuddelt, hier hatte ich gebuddelt. Ja, genau, den hatte ich gefunden gehabt, ja. Das ist aber schon ein Weilchen her, dass ich den gefunden habe. Ich mache gerade mal die Kiste hier hin. Das ist schon eine Weile her, dass ich den gefunden habe. Aber ich habe daraus gelernt, nächstes Mal werde ich auf jeden Fall die, bevor ich die Karte so riesig mache, werde ich erstmal noch eine Kopie von der Karte anfertigen. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ja, endlich hier was, genau. Da können wir das Eisen weiter abbauen. So, werde ich mich jetzt erstmal weiter durchbuddeln und weiter fleißig Eisen und Kohle sammeln. So, auf Kupfer verzichte ich. Da habe ich immer noch kein Interesse dran irgendwie. Weiß ich immer noch nicht so genau, was ich damit anstellen soll. Außer den Blitzableiter und Blöcke, die sich verfärben. Aber ansonsten habe ich da eigentlich nichts mit zu tun. So, es blubbert hier schon wieder. Ein bisschen Abstand halten. Ja, Redstone. Auch nicht schlecht. Ich brauche ja wohl meine Eisenspitzhacke. Nehmen wir auch gleich mal mit. Dann füllt sich auch meine XP langsam wieder auf. Jo, wenn das so weitergeht, dann können wir bald wieder zum Wüstendorf zurück. Dann kann ich endlich Handel treiben. Auf jeden Fall mal den zwei Dorfbewohnern die Kohle andrehen, die sie haben wollen. Kohle haben wir jetzt ein bisschen. Der eine wollte ja 15, der andere wollte 10. Da müssen wir ein bisschen sammeln. So, hier.
Mit Holz kann man auch handeln. Inwiefern? Also, ich habe da zwei Dorfbewohner im Wüstendorf und der eine möchte, ich weiß gar nicht, welche Berufe das gerade sind, aber der eine möchte zum Beispiel 10 Kohle und der andere möchte 15 Kohle, damit ich da jetzt halt irgendwie das Level bei denen ein bisschen erhöhen kann. Und habe mir halt gedacht, so gut, Kohle ist jetzt nicht so der Stress. Die findet man relativ easy. Mit denen könnte man auf jeden Fall schon mal handeln und das ein bisschen vorantreiben. Oder meinst du, dass ich aus Holz Kohle machen kann? So, die Seite hätten wir schon mal soweit. Wo habe ich denn meine Truhe? Die Truhe habe ich da vorne. Guck mal, jetzt schmeiße ich schon mal das Zeug rein. So. Schön, hier haben wir noch mehr Eisen und noch mehr Redstone. Geil. Die Gänge mache ich jetzt, glaube ich, auch mal ein bisschen länger. Der andere ist ja nur so kurz geworden, weil da direkt gleich eine Höhle dran geendet ist, auf die ich keinen Bock hatte. So, was nehmen wir jetzt mal schnell mit, bevor ich es vergesse. Mit 32 Sticks kannst du ein Smaragd. Okay. Ja gut, Smaragde habe ich einen ganzen Haufen eigentlich. Glaube ich. Wenn ich die nicht auch irgendwo verloren habe durch einen Tod. Aber ich glaube, die habe ich sogar noch. Ja, mir geht es eigentlich erstmal darum, dass ich die Berufe ein bisschen vorantreibe. Also, dass die Level hochgehen. So, dass ich dann sehe, was ich dann für coole Sachen von denen bekommen kann. Also im Wüstendorf habe ich auf jeden Fall so einen Waffenschmied. Und der hat zum Beispiel ein ganz cooles, also der hat ein verzaubertes Eisenschwert schon mal für mich, wo ich Interesse dran hätte. Das würde ich schon mal mitnehmen. Und ja, mal weiter gucken. Aber wenn du gerade im Chat bist, dann kann ich es jetzt auch nochmal sagen. Ich habe das mit dem Discord endlich mal irgendwie auf die Kette bekommen. Also Discord ist vorhanden, ist jetzt auch in der hier auf Steam. Steam sage ich schon, genau, ja. Auf Twitch meine ich natürlich. Hier auf Twitch ist das jetzt verlinkt, der Discord. Und unter den YouTube-Folgen müsste der jetzt auch verlinkt sein. Also wenn du Bock hast, kannst du auch gerne auf dem Discord vorbeischauen. Von Twitch auf Steam. Huch! Was ist hier los? Das geht aber zu weit. Vorkämpfen! Kämpfen! Kämpfen! Ja. Oh. Gut. Dann flitzen wir einmal zurück. Und buddeln uns hier durch. Stück für Stück wieder. Hoffen wir mal, dass wir hier noch mehr coole Sachen finden. Aber da geht es ja schon direkt los mit Eisen wieder. Perfekt. Also eisentechnisch läuft hier echt gut bei mir. Das funktioniert.
müssen wir noch Kürbisse und weiße Wolle brauchten wir noch. Und Schweinefleisch. Rohes Schweinefleisch will der eine haben. Bin der Erste. Jo, Glückwunsch. Ja, ist doch cool. Da habe ich schon mal den Ersten auf dem Discord. Super. Freut mich auf jeden Fall. Ich hoffe, da tummeln sich dann noch ein paar Leute. Dass man da ein bisschen wirklich, dass man sich da ein bisschen austauschen kann. Wäre ganz cool. Aber das kommt bestimmt so. Stück für Stück. Nach und nach. Und ich wundere noch, ist nicht so viel auf dem Discord, was ich da an Räumen und sonstigen Sachen gemacht habe. Und eventuell stimmt vielleicht bei das ein oder andere, bei der ein oder anderen Rolle auch noch nicht. Da muss ich dann vielleicht auch nochmal drüber schauen, mal gucken. Ja, das wird sich so mit der Zeit nach und nach dann alles einspielen und ergeben. Muss mich da auch erstmal mit auseinandersetzen. Ich kenne mich da eigentlich nicht wirklich mit aus, habe mich da vorher nie mit beschäftigt. Aber jetzt läuft es einigermaßen. Zumindest mal das mit den Benachrichtigungen, dass wenn ich live gehe, dass da eine Benachrichtigung kommt und wenn YouTube-Video online geht, dass das auch automatisch da hochgeladen wird. Also die Benachrichtigung dazu. Nicht VIP werden. Rein theoretisch schon. ich muss mich damit nochmal kurz auseinandersetzen, wie genau ich das mache, dass ich die Rollen da so richtig dann verteile. Ich glaube, das müsste relativ einfach für mich gehen, dass ich dich einfach direkt auf VIP, also ich glaube, man kann das einstellen, dass ab einem gewissen Zeitraum, wenn man dabei ist, glaube ich, das umswitcht. Aber ich kann es, glaube ich, auch direkt machen. Kann das, glaube ich, direkt beeinflussen. Würde ich bei dir auf jeden Fall machen, gar kein Thema. Ja, gucke ich dann nachher mal, nach dem Stream, dass ich das dann gleich mal vielleicht umgestellt kriege. Sollte kein großer Act werden. Ich höre schon wieder was rumkleppern, ne? Steht schon wieder so ein olles Skelett irgendwo in der Ecke und wartet nur auf mich. Aber diesmal wenigstens wieder eine Rüstung. Das ist ja schon mal ein bisschen Vorteil. Vorhin lief es halt nicht so ganz so gut ohne Rüstung. Hier ist irgendwie nichts mehr an Ressourcen. Was ist denn hier los? Ah doch, jetzt, ja. Man muss es nur mal erwähnen, dann geht's wieder. Läuft doch. So. Ich will das jetzt auch gar nicht mehr ganz so lange machen hier unten. Mich hier durchbuddeln. Was passiert, was ich wissen muss. Ja. Also, ich bin auf die glorreiche Idee gekommen, dass ich einfach mal eine Tour mache, so ein bisschen loslatsch und mich da mal ein bisschen umgucke und in Höhlen gehe und Sachen abbaue. Und ja, ich habe ganz coole Sachen gefunden, die ich gebrauchen konnte. Also viel Eisen, viel Kohle und so weiter und so fort. Dias und sowas jetzt nicht. Nichts weltbewegend Wertvolles. Ja, und da war ich in einer Höhle, habe mich da umgeguckt, habe mich dann so ein bisschen mit einem Enderman unterhalten, der sehr aufdringlich war. Und er wurde dann so aufdringlich, dass er gemeint hat, er muss mir ein paar verpassen. Und das wurde dann immer intensiver und ja, das war's dann. Und da ich intelligenterweise
halt kein Bett oder sonst irgendetwas vor der Höhle platziert hätte, in dem ich geschlafen habe oder sonst irgendwas, ist die Höhle halt keine Ahnung wo gewesen und ich bin halt, ja, am Spawnpunkt, an meinem üblichen Spawnpunkt aufgewacht. Jo. Genau. Und da bin ich jetzt wieder. Ohne alles. Mein ganzes Zeug war weg. Gut, ich hatte nichts so Wertvolles dabei. Nur ein paar Spitzhacken, ein Schwert und das war's. Ich hatte ja allgemein schon nicht mehr viel. Ich bin jetzt so oft genug gestorben in der letzten Zeit. Genau, das ist passiert. Und dass ich mir halt ein bisschen Gedanken gemacht habe über die Eisenfarm, dass ich eine bauen wollte. Ich hatte mir ein Video dazu angeguckt. Und ja, das war irgendwie, ich müsste 9 Blöcke hochbauen, dann 5 auf 5, glaube ich. Da müssten Dorfbewohner rein. Das ist schon mal sowieso das, die erste Herausforderung für mich, da Dorfbewohner reinzubekommen. Müsste ich irgendwie mit einer Lore die da reinkarren. Und dass ich das, ich wollte es dann einbauen, irgendwie verkleiden, dass es schön aussieht. Kann ich aber nicht machen, weil dann spawnt der Iron Golem oben nicht drinne. Wenn ich das irgendwie zubaue oder in einem Berg baue oder sonst irgendwas. Und ja, ich finde halt diese Eisenfarm und sowas, die sehen alle so potthässlich aus. Ich finde die nicht so schön. Naja. Vielleicht baue ich mal irgendwann eine. Dann hinten beim Dorf oder so. Dann sollen die sich den Schandfleck angucken, nicht ich. Und ich gehe dann gelegentlich hin und hole einfach nur das Zeug ab. Ich muss dann nur gucken, dass ich es nicht so weit wegbaue, dass dann halt nichts passiert. Ich weiß gar nicht, wie viel Chunks Entfernung das ist. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt wird da nichts mehr produziert, ne? Oh, was ist denn hier los? Ist das von mir? Ja. So, komm jetzt noch ein Ding und dann gehe ich wieder hoch oder so, würde ich sagen. Glück 3 muss ich auch haben. Ja, das hört sich schon mal gut an. Das wäre nicht schlecht, wenn ich das hätte. So, erstmal ein Happen Essen hier.